Aber begann die Saison mit einem Unentschieden in Gladbach ganz positiv. Über den ersten FC Köln war eigentlich nur Negatives zu lesen. Offene Konfrontation zwischen Trainer Michels und Toni Schumacher und dann zum Auftakt eine Heimniederlage gegen Bielefeld. Ob es dem ersten FC Köln heute in Düsseldorf wieder einmal gelang, endlich sportlich zumindest positive Schlagzeilen zu produzieren, das sagt Ihnen jetzt Günther Peter Pluck. Meine Damen und Herren, ich höre, dass wir keinen Ton aus Düsseldorf haben. Ich habe dieses Spiel genauso wenig vorher gesehen wie Sie. Ich weiß auch nicht, was die Kollegen zusammengeschnitten haben. Fortuna Düsseldorf von rechts nach links. Bommer und Toni Schumacher. Das werden Bilder aus der Anfangsphase des Spiels sein. Der erste FC Köln tat sich ein bisschen schwer, immer wieder solche technischen Unzulänglichkeiten, die Trainer Michels nach dem Spiel kritisierte, und für Düsseldorf solche Möglichkeiten zu kontern. Das ist Atli Edvaldsson, der Isländer, der von Dortmund zu Düsseldorf wechselte und sich als einen Glückstreffer für die Fortuna erwies, und dann wieder solche Fehler. Fortuna zweikampfstärker und Toni Schumacher hatte alle Hände voll zu tun, einen frühen Rückstand seiner Mannschaft zu verhindern. Trainer Willibert Krämer, der Düsseldorfer Trainer auf der Bank, der zum Ende der vergangenen Saison kam und aus der Fortuna eine doch immerhin dann recht erfolgreiche Mannschaft machte. Einwurf Omslev und die Abwehrschwächen von Köln werden deutlich. Einzig souverän der Libero Gerd Strack und Toni Schumacher. Knapp 30.000 Zuschauer im Düsseldorfer Rheinstadion. Bockenfeld mit der 2. Wobei ein Zimmermann. Und die nächste große Möglichkeit für Atli Edvaldsson. Rudi Bommer überragend heute. Bockenfeld, Bommer übernimmt, das ist Bommer und nur knapp am Tor von Toni Schumacher vorbei. Die erste FC Köln also stand permanent unter Druck, Trainer Rinus Michels höchst unzufrieden mit den Leistungen seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit. Gerd Strack mit einer überzeugenden Partie als einziger in der Abwehr des ersten FC Köln, der zu Recht seine Vorderleute pausenlos beschimpfen, anfeuern musste. Und die nächste große Möglichkeit, diesmal für Rüdiger Wenzel. Fortuna also drückend überlegen. Man sieht keinen einzigen Angriff des ersten FC Köln. Bommer und das 1:0 für Fortuna. 36 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt, wo die Bommer sicher überragend. Kluges Zuspiel, mit dem linken Fuß verdeckter Schuss für Toni Schumacher. Und das 1:0 für die Fortuna. 30.000 Zuschauer im Düsseldorfer Rheinstadion. Und so feiert man dort den Torschützen. Unter den Zuschauern Bundestrainer Jupp Derweil. Und der Schatzmeister des DFB, Egidius Braun. Die zweite Halbzeit, Freistoß Düsseldorf. Die Überlegenheit der Fortuna hielt zunächst an. Kaum Entlastungsangriffe für die Kölner. Hier auf der Bank rechts Konopka. Und dann endlich mal der erste FC vor dem Düsseldorfer Tor. Steiner vergab diese Kopfballmöglichkeit. Steiner und Zimmermann behinderten sich hier gegenseitig. Und Gerd Zewe überragend in der Abwehr.
von Düsseldorf, tröstet hier Steiner. Ormslev. Bockenfeld an die Querlatte. Dann aber kam Köln häufiger vor das Düsseldorfer Tor. Chance für Klaus Allofs. Und Hilbert Krämer, der Trainer der Fortuna, wurde ein bisschen aufgeregter. Und dann im Nachschuss Rudi Bommer, ein super Tor, wie man das ganz selten sieht. Zunächst von Toni Schumacher abgewehrt und dann aus ganz spitzem Winkel. Das 2:0, 76 Minuten waren gespielt. Zunächst dieser Schuss, der in Schumacher glänzend abwehrt und dann aus extrem spitzem Winkel um Schumacher herum. Das 2:0 für die Düsseldorfer Fortuna. Und Düsseldorf blieb weiter überlegen, hatte hier noch eine Riesenmöglichkeit auf 3:0 davon zu ziehen.